Ungestüme Freude, Triumph, ausgelassenes Feiern. Mit diesen Szenen hat sich der erste FFC Frankfurt die Herzen der Menschen erobert und der Erfolg gab der Mannschaft ein Gesicht, das man nicht vergisst. Einzelne Gesichter werden zum Symbol der Erfolge. Torjägerin Birgit Prinz zum Beispiel, die Fußballerin des Jahres 2002. Werbepartner wissen die Winnerbotschaft zu schätzen, die das Team transportiert. Und im Idealfall ergänzt sich das Image. Die Bilder des Fernsehens helfen, ein begeistertes Umfeld aufzubauen. Nach dem Gewinn aller drei großen europäischen Fußballtitel wird die Mannschaft in den Frankfurter Römer eingeladen, wie die Fußballer der Nationalmannschaft. Der Auftakt fürs Triple fand in Berlin statt, Olympiastadion. Drei Tore alleine durch Birgit Prinz. Eine Jubelfeier, der vierte Pokal in Folge. Der erstmalig ausgetragene UEFA Cup liefert den Beweis. Der erste FFC Frankfurt ist das beste Frauenteam Europas. Die Finalgegner aus Schweden, Umea IK, geschlagen. 2:0, der Endstand. Und dann rote Rosen vom DFB und bereits vier Spieltage vor dem Abpfiff der Bundesliga, der deutsche Meisterpokal. Wer nach dem Erfolgsgeheimnis fragt, erhält auch diese Antwort. Kontinuität in Betreuung und Management sowie dem gesamten sportlichen Umfeld. Als Resultat eine Herzensangelegenheit. Den ersten Titel im neuen Jahr verdankt Frankfurt dem Gegner. Das Eigentor der Duisburgerin beschert dem Team den fünften DFB-Pokal in Folge. Und das ist ein Rekord für die Ewigkeit. Grund genug für eine weitere der legendären FFC-Partys. Kaum ein Spiel war so spannend wie die Deutsche Meisterschaft 2003. Live-Übertragung im Fernsehen, Spitzenfußball, das 0:0 beim Abpfiff reicht dem FFC zum Titel und der UEFA-Cup-Teilnahme. Das war Werbung pur für den deutschen Frauenfußball. Und das Schöne, Frauenfußball kommt immer mehr in Mode. Er darf attraktiv sein. Er ist schon lange kein Plagiat mehr, sondern im Gegenteil eine ganz eigenständige Marke.